Hey Leute, willkommen zurück zum Choresmischen Reich hier in Stainless Steel. Letztes Mal haben wir hier durch Zufall diese Stadt erobert. Recht einfach sogar. Und ja, nächste Runde. Beziehungsweise, und dann werden wir mal schauen, wo hier hinten ist doch irgendwo auch noch eine Stadt. Können wir durchaus mal hinlaufen. Die vielleicht irgendwie mal erobern. Paar Truppen hier rekrutieren und dann darunter so nebenbei erobern, schadet sicherlich nicht. Des Weiteren haben wir hier weitere Armeen, haben da oben die Triebwerke und können den da wieder reinschicken. Hoher Steuersatz reicht auch. Was bauen wir denn hier? Der Ketzer haben wir hier gerade nicht so das Problem, deswegen würde ich sagen, bauen wir doch einfach so ein Karawanen halt hier. Gut. Und beenden die Runde. Dann schauen wir mal. Wie es weitergeht. Ja, das ist gerade der dritte Part hintereinander, den ich aufnehme. Dreimal Choresmisches Reich hier in Stainless Steel. Und das ist dann auch mein Soll für heute. Heute ist Freitag. Gestern habe ich nur zwei Videos aufgenommen. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen. Oh ne. Ein bisschen reinhauen. Ein schrecklicher Anblick. Unsere Mauern sind umstellt, Sultan. Ist natürlich hart zum Seht Kotzen, ihr ihre Wand, sowas. Ungläubiger? Das schaffen die da drin niemals. So, normaler Steuersatz, dann bauen wir das hier auch noch gleich aus. Und dann schicken wir da mal noch zwei Einheiten mit. Diese Rebellen, das ist übel teilweise. Ist irgendwo nochmal so eine Stadt, die vielleicht gefährdet ist? Ja, hier. Das hier ist auch relativ gefährdet. Ja, hier können wir vielleicht auch nochmal eine Einheit rekrutieren, dann sollte das passen. Hier nochmal eine Einheit. Hier nochmal zwei Einheiten oder nochmal eine Einheit, ja. Und dass die Stadt ist da drüben so gefährdet ist, das kotzt natürlich richtig an. Ist natürlich elendig da drüben. Werden uns jetzt wahrscheinlich auch gleich angreifen. Die Schlacht verlieren wir auf hundertprozentig. Ich rede nicht mit euch, Ungläubiger. Das brauchen wir auch gar nicht spielen, weil das verliert man tatsächlich. Okay, aber die Rebellenprovinz könnte man wahrscheinlich relativ einfach erobern. Können wir echt mal probieren. Das sind auch nochmal Einnahmen zusätzliche. Von dem her passt es eigentlich. Okay, das können wir vergessen. Ist halt echt bitter, dass sie uns jetzt da eine Stadt erobern, eine Burg. Oh, da haben wir zwei, ja, stimmt, da haben wir sogar zwei Imame drin. Das war ja die Provinz mit den vielen Ketzern. Inshallah, ich werde die Reise morgen fortsetzen. Naja, weiter können wir trotzdem bekehren. Die heutige Reise endet, großer Sultan. So. Ja, edler Herr. Wie mein Ja, Sohn sagte, perfekt erstmal hier. sofort. Wir können hier noch weitere Söldner rekrutieren, das ist gut. Ja, Sultan. Können wir jetzt die Er Stadt steht zum belagern? Angriff bereit. Wir stehen vor ihren Mauern. Beginnt die Belagerung. Okay, Ist da ist es wieder ein Zeit zum Angriff? Möchte General der von uns Sultan? gestorben. Da ist irgendwie ein Spion, oder? Ja. Meine Augen sind
Baubericht. Gut, was können wir hier noch bauen? Eigentlich erstmal gar nichts, beziehungsweise doch so eine Shisha-Bar schadet nicht. Dasselbe bauen wir hier. Wobei, hier brauchen wir es echt nicht. Das baut noch hier. Okay. Scheichstelle als nächstes. Ist echt bitter da hinten in unserer Burg. Nehmen jetzt mal hier noch, was nehmen wir hier raus? Vielleicht noch eine Einheit Schwertkämpfer nehmen wir mal raus. Und schicken dafür so eine Einheit Schwertträger rein. Dann marschieren wir hier runter. Der Armee. Hier können wir dann auch die nächste Armee bilden. So, ein bisschen Schwertkämpfer. Bogenschützen. Ja, was können wir jetzt hier noch gebrauchen? Wir könnten noch eine Einheit persische Schwertträger gebrauchen. Auch so eine choresmische Edelmänner-Einheit. Schadet nicht. Hier hätte ich eigentlich auch den Namen dieses Landes ablesen können. Choresmische. Ja. Egal, aber stimmt, ich habe immer nie gewusst, ob das jetzt das vielleicht die Übersetzung ist oder nicht. So war es genau. Und dann können wir auch nochmal eine Einheit Schwertträger uns holen. Und ansonsten. Passt die Geschichte ja eigentlich soweit. Von mir aus können wir auch die Armee noch auffüllen mit einer von diesen Bogenreiter-Kacke hier. Oder nee, wir nehmen so eine afghanische Schwerträgereinheit und dann können wir nächste Runde hier natürlich auch loslaufen. So. Die sind ganz gut hier. Türkische Bogenschütze können wir eine Einheit holen. Diese persische Schwerträger holen wir uns auch. Das können wir uns auch holen. Die holen wir uns auch noch. Und sowas auch noch ein bisschen. So. Dann machen wir das jetzt einfach so, dass man hier noch ein bisschen was rekrutiert. Und dann schicken wir die Truppen mal noch darüber, dass das auch nicht schief geht. Und dann können wir hier mit den Truppen, die wir dann da übrig haben, die auf das Schiff schicken, dass man schon mal darüber schickt. Und dann können wir hier rüber und die Provinz hier auch noch erobern. So. Gut. War heute der choresmisches Reichtag für mich als Aufnahme zum Aufnehmen. Vielleicht nehme ich nachher noch ein bisschen was Haus Martell-mäßig auch noch auf. Aber hier reicht es für heute auf jeden Fall erstmal. Und jetzt brauche ich auch mal eine Pause, weil nach drei Parts, sage ich euch, drei Parts aufnehmen, das ist schon eine gewisse Zeit. Und ich Depp habe vorhin jetzt nicht den Wecker gestellt. Ist natürlich perfekt. Das heißt, ich muss jetzt gleich mal was ausprobieren, das ich eigentlich machen kann mit diesem Aufnahmeprogramm. Beziehungsweise, nee, kann ich nicht, weil es wird nicht angezeigt, wie viel Ding. Okay, den können wir als Gönner annehmen, das können wir bauen. Die Stadt erobern. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich habe circa um 14 Uhr angefangen, glaube ich. Das kann nicht sein. Um halber habe ich angefangen. Das ist natürlich echt doof gerade. Jetzt kann ich hier gerade nur ins Blaue aufnehmen. Wahrscheinlich werde ich mich abgrundtief verschätzen. Ich weiß es nämlich echt nicht mehr, wie lange. Kaufmann, Kaufmann. Okay, die Einnahmen brechen jetzt auch weg. Bei den Minen sind wieder die reiche Seite. Ich muss noch Ungläubige töten. Der Sultan wird sich über Ich werde jetzt mich auf diese Brücke hier stellen und mal warten, ob der hier angreift oder nicht. Ja, hier wollten wir noch die Einheit nehmen, die nehmen wir noch mit. Diese Speerträger nehmen wir noch mit. Dann marschieren wir vielleicht mit den Truppen mal da hoch.
Den sind wir hier. Das ist okay. Und dann neue Einheiten können wir auch holen. Naam, großer Sultan. So. Wie erwünscht. Wir bleiben bis zum. Jetzt nehme ich hier noch ein bisschen auf. Denkt man noch so, ja, ein paar Minuten nehme ich noch auf. Ich werde mich wahrscheinlich hoffnungslos verschätzen. Entweder wird es viel zu wenig sein oder viel zu viel. Aber ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen, wenn es ein bisschen zu wenig ist. Wenn es mehr ist, umso besser für euch, ja. Zum Zuschauen. Umso mehr seht ihr. Wobei ja eigentlich vorhin auch schon der erste Part, den ich heute aufgenommen habe, Part 9, glaube ich, der war ja mit 28 Minuten auch schon relativ lang. So. Mal ausbauen. Okay, aber der möchte mich hier nicht unbedingt angreifen anscheinend. Aber ich will den eigentlich auch nicht angreifen, weil es sind so viele Reiter, so viel Kaff. Das kann eine richtige eklige Schlacht werden, wenn wir Pech haben, gell? Mit den ganzen Reitern. Ich glaube, ich traue mich jetzt einfach mal hier. Was passiert denn, wenn wir die Stadt erobern? Ah, okay, dann kommen die da auch dazu. Aber wir haben gerade eben schon gesehen, dass die Schlacht heftig wird. Die Armee schicken wir mal da hoch. Burg bereit zum Aufrüsten. Okay. Oh, die können wir jetzt auch fortbinden. Machen wir das erstmal so, dass man jetzt erstmal die Burg upgradet. Dann kann man diesen Reiter da immer noch holen uns. Die ja, Scheichstelle ist es, gell? Gewesen da oben. Ja, genau. Gut, können wir jetzt, ups, nein, uns vielleicht doch mal überlegen, hier die Burg anzugreifen. Ah ne, da drüben ist jetzt gerade wieder in Jazd, ist gerade nochmal ein Ketzer rauskommen. Unser ehemaliger Imam, vermutlich. Ja, super. Wir werden jetzt auf jeden Fall kurz, sobald wir jetzt da sind, in der nächsten Runde, ich glaube, wir Kerman angreifen. Ich denke, die Armee sollte reichen, die wir davor haben. Aber bitter war es wirklich. So. Wenn wir da die andere Provinz auf der arabischen Halbinsel haben, ist auch gut. Weil dann kommt ja weit nichts mehr und dann kommt irgendwann mal wieder irgendwas von den Ägyptern, irgendwie Mekka oder so. Oder Medina. Oha. Okay, so viel zu dem Thema. Also doch nicht. Schlacht müssen wir, wenn, dann selber spielen und da habe ich momentan irgendwie nicht so wirklich Bock drauf, eine Belagerungsschlacht zu führen. Dann lassen wir es erstmal. Scheiße. Großer Sultan, wer verbreitet Lügen, Sultan? 14, 5, wer verbreitet Lügen, Sultan? Ja, dann holen wir uns nochmal hier einen Imam. Gorgan. Ja, brauchen wir jetzt eigentlich nichts weiter mehr bauen. Shisha-Hütte, komm, so jetzt. Und hier holen wir nochmal eine Einheit Infanterie. Stadtgarde können wir vielleicht auch mal ausbauen. Und dann bauen wir hier oben Händlerkai. Ja, warum eigentlich nicht? Eigentlich hier auch noch was gebaut in Kiba. Nee, aber wir können hier das noch ausbauen. Jetzt gehe ich hier mal kurz durch. Hier brauchen wir nichts. Hier brauchen wir nochmal eine Einheit Infanterie. Hier baut es wahrscheinlich. Ja, da baut es noch. Hier brauchen wir nichts. Hier können wir auch wieder was bauen. Ich weiß gar nicht, warum hier nichts gebaut wird. Bauen wir eine Ortswache. Da können wir fortbilden. Irgendwann können wir auch irgendwie mal ein bisschen Rüstung ausbauen. Also unsere Ledergerber und so weiter ausbauen. Das schadet eigentlich auch nie. Okay, hier wird erstmal ein Minarett massiv gebaut. Hier baut es noch was.
Da können wir gerade nichts bauen, weil Rebellen. Okay, passt. Dann würde ich sagen, beenden wir mal diesen Part hier an dieser Stelle, beziehungsweise kommen eine Runde, schadet nicht. Beenden wir dann den Part gleich an dieser Stelle. Okay, er greift uns hier schon an. Das heißt, das ist eine gute Stelle, um den Part zu beenden. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Das war gerade peinlich. Erstmal sind es nur 15 Minuten gewesen, die ich aufgenommen habe. Zum Zweiten haben die uns gar nicht angegriffen, sondern wir die. Und ich habe da irgendwie draufgeklickt und das war nicht gecheckt. Ich habe gedacht, wir hätten die Runde beendet, gerade eben. Ich war so im Stress. Naja, wir werden also nochmal 10 Minuten mehr aufnehmen für den Part. Ich denke, das stört niemanden sonderlich oder irgendwie so 5, 6, 7, 8 Minuten. Mal schauen, ob wir vielleicht auch irgendwo angegriffen werden, zufälligerweise. Ja, okay, das war jetzt gerade echt peinlich. Ich habe echt gedacht, ich hätte viel zu viel aufgenommen, aber anscheinend doch nicht. Kurz zu Gut, wieder da. So. Hätte ich eigentlich gerade auch vorher machen können, bevor ich die Aufnahme wieder starte, aber egal. Kamanchar wird wieder belagert und hoffentlich wird sie dieses Mal dann die Stadt wirklich erobert. Hoffentlich wird unsere Eroberung dieses Mal weiterkommen als eine Provinz. Unser Angriff, auch das da unten da auf der arabischen Halbinsel, das macht mich immer noch ganz fertig. Muss man echt gucken. Ja, Oder nicht, Sultan. okay. Wir sind zum Angriff Dann halt bereit. nicht. Es ist wie erwünscht. So, schicken wir da nochmal eine Armee Deine runter. Truppen beenden die Aber gerade nimmt Heimkehrreise. unser Geld ziemlich massiv ab. Das gefällt mir gar nicht. Warum hier vielleicht mal so ein Karawanen halt. Shisha-Bar. Fortbilden. Und Karawanen halt. Mann, Kiew ist in dem Krieg miteinander. Oh, da kommt gleich wieder eine große Armee. Zum Glück habe ich das gesehen, weil dann schaffen wir es jetzt noch hier die Armee, die zwei Einheiten da hochzuschicken. Das hilft dann auch nochmal ein bisschen mit. Frage ist jetzt, ob sich das lohnen würde, da jetzt anzugreifen und wie viele Verluste das Ganze geben würde. Weißt du was, wir machen hier kurz einen Sicherheitssafe zwischenspeichern. Schauen mal, wie viele Verluste es gibt. 176 ist okay. Dafür haben wir jetzt auch noch die vier Dahu bekommen in unserer Hauptstadt. Das sind noch Schiffe, oder? Mal. Alles sind Schiffe. Ja, gut, okay, dann greift ihr einfach mal da an. Wenn ihr jetzt noch eine Flotte versenkt, dann lösen wir sie auf. Die kosten mir nämlich definitiv zu viel Unterhalt, die ganzen Schiffe und brauchen diese eh nicht. Weil bald gehört uns das ganze Gewässer hier, dann sind da zwar vielleicht mal Piratenschiffe oder sowas, aber ja halt nicht. So, Reparatur. Dann das da bauen wir aus. Gut. Passt, das war jetzt gar nicht schlecht. Außer die Belohnung, die wir dafür bekommen haben, war halt eher so, naja. Gut. Ich habe gedacht, 15 Minuten Part ist dann doch ein bisschen knapp. Ein bisschen länger kann es dann doch noch gehen. Okay, das scheint, als hätte er die Armee da abgezogen. Kann er gerne machen. Gut. Muss ich gerade mal schauen, mit unserem Spion, wo die Armee hin ist und wie es dann weiter im Westen von den Seldschuken aussieht.
Ich hoffe, er hat die Armee jetzt nicht nach unten gezogen. Das ist echt doof. Blablabla, wir sollen den Kaufmann da platt machen. Es ist noch nicht, wir können nur handeln. Boah, aber der ist ziemlich heftig, oder? Und ihr seid kein Ungläubiger mehr. Ja. Naja, alles wichtig. Dann überlegen, können wir irgendwo schon einen Attentäter rekrutieren oder so. Nee. Aber hier können wir mal so eine Einheit Triborg noch holen. So eine Triborg-Einheit für Urgench da oben. Weil ich glaube, so Triböcke in der Stadt sind sehr, sehr gut. Soweit ich mich erinnern kann. Achso, das war jetzt beides hier. Okay. Alles kann man vergessen. Wer verbreitet Lügen, Sultan? Den Spion haben wir ja darüber geschickt. Gut, dann. Meine Augen sind die eure. Halt dich da runter schicken. Lauf mal mit dem nach Bagdad. Wie kann ich dienen, Sultan? Wir rücken, dies wird ein ehrenhafter Kampf. Ja, immer noch nicht. Interessant. Kiva können wir ausbauen. Ja, unsere Truppen kosten halt momentan echt viel Unterhalt. Jetzt haben wir hier weitere Stadt, eine weitere Stadt erobert. Wir haben hier drüben eine weitere Stadt erobert. Ich erobern wir bald zurück, besser gesagt. Ich bin da guter Dinge, dass wir bald wieder ein bisschen mehr Geld bekommen. Ich weiß gar nicht, wo das hin ist, die ganze Kohle. Wir haben ja klar ein paar Einheiten gebaut, aber ja, ein bisschen interessant schon, wo die ganzen Truppen jetzt hin sind. Na komm, verpiss dich bitte. Ja, das ganze Geld jetzt hin ist, dass wir jede Runde so einnehmen, meine ich. Warum kommen die eigentlich alle zu uns hier hinten hin? Ich glaube, irgendwann müssen wir mal ein paar Elite-Assassinen rekrutieren. So ein paar Assassinen. Und dann da mal durchlaufen und die ganzen Kaufmänner abstechen, die immer hierher kommen. Das ist in Italien so schlimm, da sind so viele unterwegs. In Rom. Total War 1, meine ich, war es immer so, wir sind in Italien da im Norden immer irgendwelche Dings in Grand. Ah, die belagern uns da oben, okay. Oh, abgeschlossen, gut. Erfolgreicher Kräuter. Okay. Ja, das sollten wir schon hinkriegen, oder? So, zwei Runden braucht der Witz da drüben. Da brauchen wir auch noch ein bisschen. Schauen wir mal, können wir jetzt den angreifen? Nein, noch nicht. Was gibt es denn da für Söldner? Ich glaube, die Söldner sind die, wo da gerade so reinhauen, auch was das Geld angeht. Ich denke, wenn ich dann gegen die kämpfen muss, so auf dem offenen Feld, werde ich dann schon gewinnen. Ja, das denke ich schon. Dass ich das hinkrieg. Aber mal abwarten. Ach nein. Aber hier können wir vielleicht noch was dagegen tun, bevor die Stadt erobert wird. Bauerninfanterie ist da aber der Großteil von, gell? Ich wollte mich echt verarschen, oder? Überall die Scheißrebellen, überall greifen sie an. Naja. Sonst müssen wir jetzt gleich da zurücklaufen und die Stadt irgendwie erobern. Okay, gut, wir haben hier oben genug Truppen, um die Stadt zu erobern. Aber ist trotzdem bitter irgendwie. Endlich noch genau diese Runde hier mal. Ist ja echt bitter. Also die Rebellen sind schon nervig.
Aber gut finde ich, dass die eine Fullstack da einfach gesagt hat, okay, die haben die Stadt erobert, dann hauen wir halt jetzt ab. Ist eigentlich schon cool. Okay, jetzt wartet sie zwar irgendwo anders auf uns, aber naja. Was soll's? Gucken, ob die Rebellen angreifen. Okay, sie greifen an. Aber die Schlacht könnten wir eigentlich gewinnen. Die werden wir dann im nächsten Part spielen. Ich danke euch fürs Zusehen. Sind momentan echt komische Parts ein bisschen. Ich bin verpeilt, was die Zeit angeht. Die Rebellen machen komische Dinge. Naja, aber wir werden das dann im nächsten Part sehen, wie das hier ausgeht. Ich bin ganz guter Dinge, weil das sind dreimal Bauerninfanterie, einmal arabische Kavallerie, einmal Wüstenbogenschützen. Das kriegt man, denke ich, schon hin. Und dann wird die Stadt hoffentlich zurückerobert. Dann können wir Truppen bereit machen, um hier die Stadt zu erobern noch. Können mal hier angreifen, werden wahrscheinlich da noch die Schlacht schlagen im nächsten Part. Da wird einiges passieren. Wir werden uns dann da auch wieder sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotzdem kleinen Cut in der Mitte. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.